Hallo und herzlich willkommen zurück zu Industries of Titan. Euer Commander ist natürlich wieder am Start. So, es geht weiter. Bevor es mal losgeht, wollte ich nochmal kurz hier, ne? Bisschen noch was machen. Wir können ja in den Hintergrund ein bisschen weiterlaufen lassen. So. Das Problem ist, Update zieht sich noch. Heißt, ich habe ein bisschen gegrübelt jetzt, weil ich sag mal, das wird ja auch irgendwann mal langweilig, weil ich meine, was machen wir schon? Machen hier ein bisschen hier Ressourcenmanagement. Gucken, dass sie die komischen Rebel Camps holen. Und dann ist, sag mal, Schicht im Schacht. Will ich halt auch nicht zumuten, weil, come on. Wieso? Weil, ist ja voll langweilig und so. Ist ja, passiert ja keine Action. Klar, gut. Gibt halt nicht mehr her, dieses Spiel zurzeit, weil es ja Early Access ist und so weiter. Aber ich habe mir erstmal sowas überlegt, dass wir es einfach so machen. Dass wir einfach gucken, dass wir schauen, ob wir mehrere Rebel Camps einfach finden, weil es sind ja fünf anscheinend auf der Karte. Und dann schauen wir einfach nach, weil. Also auch nicht. Es gibt halt einfach nicht mehr zu entdecken und das ist es halt. Wo ich auch gleich noch dazu sagen will. Heute Abend 18 Uhr, ne? Nicht vergessen, auf Twitch gibt's wieder eine Runde live SnowRunner. Also seid auf jeden Fall dabei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Twitch. Könnt ihr mal followen und so weiter. Wir sind ja auch bald bei 50 Abonnenten. Oder 50 Followern, wie es ja auf Twitch heißt. Da können wir dann auch ein bisschen anderes Entertainment für euch noch quasi freischalten. Ja. Das mal dazu. Wieder zurück zu Industries of Titan. Was ich sag mal sehr, sehr schwer ist einfach. Was einfach sehr, sehr schwer ist, ist ja, quasi das Ganze hier noch aufrecht zu halten. Also, irgendetwas, weil ich sag mal, es passiert ja nichts mehr. Ich meine, das meiste haben wir abgeschlossen und so weiter. Da passiert dann leider nichts mehr. Aber ich sag mal, Updates kommen ja. Also, ich sag mal, auf der Coming Soon Seite, also, wenn ihr entweder auf der Website seid oder das Spiel selber habt, auf der linken Seite seht ihr das Coming Soon. Das ist ja wahrscheinlich das Update, das als nächstes dann auf den normalen Branch umgemünzt wird, weil ich keine Ahnung, was auf dem Testserver gerade drauf ist, weil die haben ja zwei Instanzen bei Epic, eine normale und eine quasi Beta. Also das Einzige, was wir mal machen könnten, ist, wenn wir hier mal durch sind, dass wir mal uns den Beta-Branch mal angucken, also oder den Testserver, da was mehr drauf ist als hier, um das Ganze mal auszuprobieren. Das können wir machen. Das Problem ist, was ich zurzeit habe. Extrem viele Spiele, die ich eigentlich haben will, kommen einfach nicht raus. Zum Beispiel Mars Horizon, ja. War eine wunderschöne Beta. Hätten sie super lange weiterlaufen lassen können. Hätte ich super viele Fail-Videos aufnehmen können, wie ich mich aufrege im Weltall. Dass der Kack nicht funktioniert. Was passiert? Die Beta ist nach ein paar Tagen schon zu Ende. Was einfach schade war. Weil die jetzt, das. Spiel einfach geil ist. Ich meine, auch KSP kommt ja dieses Jahr auch wieder raus. Weiß auch noch keiner wann. Weil das Problem ist auch mit diesem ganzen Corona-Schmarrn, ist das Ganze halt auch wieder ziemlich verzögert. Aber was zurzeit auch noch richtig, richtig scheiße ist, ja, wenn wir schon richtig am Ranten sind hier in dieser Folge. Unsere guten Freunde bei Truckers MP, also für alle Fans von ATS. Aufnahmen von uns. Ja, wir können nicht spielen, weil sie den Server, also die Multiplayer-Server, nicht auf die neueste Version updaten machen zwar, aber es dauert ewig, gefühlt. Also sie sind ja, glaube ich, schon seit über einem Monat, glaube ich, dabei, weil das Update ist. Ist es im Mai gekommen oder ich glaube, das ist Ende April nämlich gekommen. Die sind da fast über einen Monat dabei. Das Witzige ist, ich folge den auf Twitter. Wie die in den Kommentaren da dort immer angestunken werden, aber was man auch dazu sagen muss, zu Recht.
Die werden zu Recht angestunken, weil das einfach bloß dumme Eimer sind. Mein Command, was soll das? Was soll dieser Scheißdreck? Mit, ja, ich meine, die haben ja auch, glaube ich, jetzt fünfjähriges, also die haben ja auch Jubiläum jetzt gehabt. Haben super viele Events gemacht, aber die Updates machen sie nicht. Also es schaut gerade etwas mau aus für euch. Deswegen mein Tipp. Für Leute, die YouTube auch auf dem Handy haben, schaltet am besten auch die Beiträge an. Weil bei YouTube kann man ja so auch so geschriebene Beiträge auch kommen, aber die sieht man, kann man glaube ich nur auf dem Handy sehen oder so. Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und ja, die schaltet ihr mal ein, weil das habe ich zufällig entdeckt. Oder zufällig wiedergefunden. Um mal ehrlich zu sein. Besser mal klar, das gibt es schon etwas länger. Gibt schon etwas länger, das Ding. Aber ich habe es jetzt wieder, war mal quasi für mich entdeckt. Das benutze ich jetzt dann quasi wieder. Achso, weil ich climben muss. Zwei Isotope braucht ihr dafür, dann los. Also da könnt ihr das mal am Handy etwas verfolgen. Da halte ich euch mal ein bisschen auf dem Laufenden über alles Mögliche. Irgendwie durch diese ganze Corona-Krise ist es irgendwie, ich weiß es nicht. Das ganze Spielzeug ist irgendwie total aus der Bahn geraten. Ist irgendwie dann sehr, ich sag mal, unerfreulich. Weil klar kann man es verstehen, wenn die Leute jetzt alle von zu Hause arbeiten. Ich find's auch nicht gut, wenn da irgendwelche Leute dann wieder rumranten mit, das Einzige, was wir zu Hause machen, ist sowieso nur zocken und chillen. Streicht das ganze Geld von uns ein. Wenn wir eure Spiele hier kaufen, so ist es ja nicht. Sagen wir, die machen ja was. Das darf man nicht vergessen, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es halt entweder die staatliche Vorgabe ist, dass alle zu Hause bleiben sollen, zum Beispiel wie in Tschechien, wo ja hier SCS nach Hause quasi umgezogen ist. Das haben wir auch zum Beispiel auf Twitter gesehen. Aber da verstehe ich nicht, dass die Jungs und Mädels von Truckers & Beta so ewig brauchen. Also da definitiv ein Vorsatz von mir. Ja, ihr habt das zuerst gehört. Nie wieder upgraden. Bis Truckers & Beta nachzieht. Weil Leute. Bis da das Update mal rauskommt, ey, da vergehen 100 Jahre. Ich meine, wir wollen hier wieder zocken, das ist ja nicht, das sind ja quasi zwei Slots, also zwei Aufnahmeslots, die in der Woche einfach flöten gehen, weil diese Leute einfach zu doof sind. Oder einfach gefühlt 1000 Jahre brauchen für ihr Zeug. Na klar machen sie das quasi wahrscheinlich nur als Hobby und so weiter, aber come on. Wenn man es nicht stemmen kann, dann sollte man es lassen.
Weil das Problem ist, bei sowas habe ich das schon relativ häufig gesehen. Wenn sie nur jemand zum Beispiel, also Experten, wenn jetzt, oder hier, Leute, die hier Ultras, ihr werdet schon wissen, von was ich rede. Zum Beispiel Dings. Zum Beispiel die gute alte TSM-Map. Das war ja auch wieder so ein Drama. Weil die hat ja auch gut angefangen für Ding, für ECS damals. Die haben sie auch irgendwann mal nicht mehr geupdatet, weil sie einfach nicht hinterhergekommen sind, weil sie zu wenige Leute hatten. Stellt sich halt für mich die Frage, wieso? Wieso macht man das dann? Na klar, macht's aber Spaß. Wenn er am Anfang so im Flow ist. Das ist auch relativ wahrscheinlich sehr witzig. Mit Jo, wir machen hier mal eine coole Mod oder so. Aber schnell merkt man halt wahrscheinlich dann, dass es halt kein, was ich, Clicky-Bunty ist, sondern einfach harte Arbeit. Ich meine, nichts anderes machen halt die Entwickler, aber die haben halt bessere, vor allem bessere Tools, die halt weniger Ressourcen verbrauchen, also Zeitressourcen, die halt schneller sind. Aber es braucht halt trotzdem Zeit. Da merkt man halt den Unterschied zwischen, hey, wir machen das mal als Hobby und hey, wir machen das mal kommerziell mit. Ihr müsst unsere Spiele oder Produkte kaufen und so weiter und ihr bezahlt uns dadurch. Das ist halt der Unterschied. Als Hobby, klar, kann man das als Hobby stemmen, aber zu welchem Preis? Das ist halt immer so, dass möchte man das als Hobby stemmen oder kann man das als Hobby stemmen? Also es ist immer so ein bisschen die Frage danach, viel will man dafür tun? So. Ziemlich viel Stuff hier wieder gerade. Muss mal. Die Mine haben wir uns schon geholt, quasi von den Geld, also hier Credits. So, dann sammeln wir mal wieder ein paar Ressourcen hier. Na gut, da sind ja auch noch ordentlich viele. In die Richtung habe ich mich noch gar nicht ausgebreitet. Ah, dieses Jahr ist irgendwie so der Wurm drin. Also, ich weiß auch nicht. Also. Ich kann natürlich jetzt nur für mich reden, ja. Ich sag mal, wir tun unser Möglichstes, dass wir euch
viel weezige Scheiße bieten. Aber wenn es halt irgendwie gerade nicht geht, weil eben zum Beispiel nicht geupdatet wird, wie bei Truck SMB, funktioniert es halt einfach nicht. Dankeschön. Ah, komm schon. Dafür haben wir die Batterie. Das erste Rebel Camp. Slums. Ernsthaft? Pfeifen, Alter. Oh, what the fuck? Was ist das? Löcher im Boden. Das ist da, wo früher alte Häuser wahrscheinlich waren. Also, wow, alte Straßenschluchten. Nicht schlecht. Na gut, dann haben wir mal gefunden, was wir wollten. Hat mal richtig fetzen, wenn die endlich mal die nächsten zwei diese Topen hier an den Start bringen würden. Ja, dann wissen wir ja, wo wir uns nächstes Mal ausbreiten. Einen neuen Tower müssen wir auch bauen. Müssen wir nur gucken, wie wir diese Dinger da zerstören. Homeless Camp. What the fuck, man? So, wie schaut's aus, Kinders? Ein Isotop, das kann doch nicht wahr sein. Hol ich mal die ganzen Leute raus, die da drin waren. Also mal, wenn kein Angriff bevorsteht, was ja Gott sei Dank da dort entsteht. So, mehr Energie, jawohl. Mehr Energie brauchst du, ist 2 braucht es mehr. Okay. Aber gut. Nichtsdestotrotz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal ein bisschen Talk über was anderes. Hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, drückt dann auch noch mal abonnieren den Kanal und nicht vergessen, ne? Heute Abend 18 Uhr auf Twitch. In der Videobeschreibung ist der Link. Gibt es wieder SnowRunner zu gucken. Also ich hoffe, ich sehe euch da und ja, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.